wie es ist. Und so wird es bleiben für immer. Hier kommen die beiden, deren Leben ohne Schreiben keinen Sinn hat. Wir droppen Classics. Es ist gut, wie es ist. Und so wird es bleiben für immer. Hier kommen die beiden, deren Leben ohne Schreiben keinen Sinn hat. Wir droppen Classics. Guck, was ich mit Rap transportiere. Die Tracks explodieren, wenn die Heads kapieren, dass ich die Stretches platziere, die meine Texte verzieren, die ich perfekt formuliere. Das ist lässig Routine, so wie mit Rechts oder Nieren. Du weißt, ich Rap übertrieben. Guck, die Hessen marschieren. Ich bin nicht vorgelaufen und ich bin nicht stecken geblieben. Ich chill im Underground mit Hammer Sound, doch den haben andere auch. Rap ist nicht tot, wenn du das lockst, pack deine Sachen und wander doch auf. Kannst du das auch? Ich glaube nicht. Pimf und Tim sind ausgetickt, alle meine Leute bounce mit, denn Hip-Hop ist genauso sick wie vor 20 Jahren. Du musst nur tief in den Platten dicken oder drauf hören, was meine Leute aus Kassel kicken. Denn krass, das Bitten geht nicht, das hat sich erledigt. Rap hat ab heute ausgeschlafen wie vor einer Spätschicht. Ich versteh's nicht, sie ficken sich hoch. Rapper, die rappen, um dann auch zu sagen, Hip-Hop ist. Es ist gut, wie es ist. Und so wird es bleiben für immer. Hier kommen die beiden, deren Leben ohne Schreiben kein Sinn hat. Wir droppen Classics. Es ist gut, wie es ist. Und so wird es bleiben für immer. Hier kommen die beiden, deren Leben ohne Schreiben keinen Sinn hat. Wir droppen Classics. Tim Taylor, Hip-Hop ist tot. Nein, mein Freund, er lebt weiter wie gewohnt. Sein Leben und wohnt irgendwo am Stadtrand, zusammen mit der Kunst und der Musik. In letzter Zeit kriegt man ihn nun nicht mehr so oft zu Gesicht, weil er viel zu viele Spasten kennt und keinen Bock hat, mit denen abzuhängen, weil die Assis einfach kacke sind, keine Liebe für ihn haben, sondern nur den eigenen Vorteil sehen. Freaks, denen Kreativität und die Worte fehlen. Seitdem schämt er sich auch auf Partys zu gehen, weil alle denken, er steht nur für Aggressivität und infantiles Gehabe. Wenn er wieder was startet, läuft alles wie zu erwarten. Das Ganze ist ziemlich tragisch, aber noch nicht hoffnungslos. Er hält seinen Kopf oben, ist meistens inkognito und weiß, dass Warten wird sich lohnen. Denn der Tag naht, an dem er wieder ernst genommen wird. Also freu dich drauf, dass du bald wieder was vom wahren Hip-Hop hörst. Es ist gut, wie es ist. Und so wird es bleiben für immer. Hier kommen die beiden, deren Leben ohne Schreiben keinen Sinn hat. Wir droppen Classics. Es ist gut, wie es ist. Und so wird es bleiben für immer. Hier kommen die beiden, deren Leben ohne Schreiben keinen Sinn hat. Wir droppen Classics. Kasse. Guck, was ich im Text alles verpacke, ohne Messer in der Tasche. Ich bin mit 18 Jahren 10-mal besser als ihr Affen. Sperrt die Lauscher auf, hört, was meine Party belegen. Ich lasse Taten sprechen, statt mit Hip-Hop-Nazis zu reden. Ihr seid wie Opas auf dem Sportplatz, am Lügen und Meckern. Du chillst mit Krückstock und Bier, ich chill mit übelsten Rappern. Sag, was war früher denn besser, da war im Süden das Meckern. Heute ist es meine Proof, denn Üben macht besser. Das ist ganz einfach, ich weiß das als Untergrund-MC. Zurzeit ist Hip-Hop einfach so gesund wie noch nie. Das ist Pimf. Ich muss mich vor keinem verstecken, eisern am Rappen. Wenn es darum geht, was Geiles zu retten, gib mir das Mikro und ich schreib los. Das hier ist zeitlos. Ihr seid Rufmörder und Hip-Hop ist scheintot. Und ich bleib so open-minded, wie ich will. Dope Rhyme, miese Skills, der Flow ist reif und der Beat ist hill. Ich brauche Beef zum Grillen, komm mach es wie du willst. Doch deine Skills sind eingeschränkt wie ein FSK 18 Kinofilm. Ich puffe das Beat, mache die G's, platt damit es keine Bastarde gibt. Raffe das Beat, hasse den Pimp, ist mir egal, weil ich mache mein Ding. Und so wird es bleiben für immer. Hier kommen die beiden, deren Leben ohne Schreiben kein Sinn hat. Wir droppen Classics. Das hier ist zeitlos. Es ist gut, wie es ist. Und so wird es bleiben für immer. Hier kommen die beiden, deren Leben ohne Schreiben kein Sinn hat. Wir droppen Classics. Tim Taylor. Es ist gut, wie es ist. Und so wird es bleiben für immer. Hier kommen die beiden, deren Leben ohne Schreiben kein Sinn hat. Wir droppen Classics. Es ist gut, wie es ist. Und so wird es bleiben für immer. Hier kommen die beiden, deren Leben ohne Schreiben keinen Sinn hat. Wir droppen Classics. Das hier ist zeitlos.